Heute ist ein besonderer Tag. Ich denke, dass heute bei vielen Menschen etwas geschehen wird. Der Vorhang wird heute zerrissen. Du wirst den Zugang dazu haben. Und dies wirst du nie wieder loslassen. Du wirst die Realität sehen. Doch wie ist die Realität? Brüder und Schwestern, die Realität kann so sein, wie du sie möchtest. Das ist unglaublich. Diese Offenbarung ist einfach unglaublich. Warum hat Dr. Yonggi Cho die größte Gemeinde auf der ganzen Welt? Wisst ihr warum? Weil er es sich so vorgestellt hat. Freunde, er hatte damals eine Gemeinde mit 3000 Personen. Und ein anderer Pastor hatte 5000 Personen. Und er erzählte, wie er dafür gebetet hat. Gott, befreie mich von der Eifersucht. Ich kann nicht mehr. Und Gott hat ihn davon befreit und gab ihm 8000 Personen. Ich spüre, dass ich das jetzt sagen muss. Gott hat mir eine Sache beigebracht, denn ich musste, wie soll ich das sagen? Ich musste einen inneren Druck durchstehen. Ich glaube, ich muss nichts mehr sagen. Ihr versteht mich ja und wisst, was ich meine. Hört mal. In diesen Momenten wollt ihr, dass eurem Feind etwas Gutes widerfährt, richtig? Ist es so? Ja, zu 100%. Wie alle anderen zu dieser Zeit, habe ich gesagt, oh Gott, bitte, mir würde es dann so gut gehen. Hört aufmerksam zu, denn für jemanden ist das heute wichtig. Träume niemals von solchen Dingen. Hört zu. Wovon sollst du träumen? Gott hat es mir beigebracht. Ich habe das nirgendwo gelesen. Und er gab mir Verständnis. Er sagte, schau, wie weit oben du bist. Versteht ihr, um was es hier geht? Ihr müsst es jetzt verstehen. Denk niemals darüber nach, wie jemand fallen würde. Träume davon, dass du so weit oben bist, so dass er dann so weit unten ist und du ihn nicht mehr sehen kannst. Amen. Ich weiß, dass die Menschen heute Probleme haben. Und wenn du ein Problem hast, dann träume nicht einfach nur davon, dass alles schnell zu Ende geht, dass die Probleme aufhören. Nein. Träume von dem Wort, welches Gott dir geben wird. Das ist ein Fakt. Versteht ihr? Bevor wir beten, muss ich euch das sagen, weil viele Menschen sagen, Gott hat mir gesagt, ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen. Und wisst ihr, meine Freunde, ich sage euch die Wahrheit, Gott hat diesem Menschen nichts gesagt. Das sind seine Gedanken. Und sehr oft sind es seine menschlichen Träume und Wünsche. Man muss vom echten Wort Gottes träumen. Das Wort, welches in dein Leben kommt und seine Arbeit vollbringt. Hört ihr? Wenn du von dem Wort träumst, das ist unglaublich. Ich habe 2 Jahre das Gebet von Jabez gebetet. Herr, segne mich mit deinem Segen. O Herr, ich habe jeden Tag, 2 Jahre lang habe ich so gebetet und am Ende kam so eine Krise. Ich hatte überhaupt keinen Glauben. Ich habe daran gezweifelt, dass dieser Jabez überhaupt existiert hat. Ich habe mit Gott ganz offen gesprochen.
Gab es ihn wirklich? War Hiob wirklich da? Ich habe angefangen zu zweifeln, ist das eine Allegorie? Und ich habe trotzdem die Entscheidung getroffen, hört ihr? Die Entscheidung. Jetzt ist die Entscheidung sehr wichtig, zu glauben. Gott zu glauben und dem Wort Gottes zu glauben, welches hier geschrieben steht. Logos. Ich wollte den realen Segen. Und der Heilige Geist kam von der linken Seite. Ich hatte damals keine Offenbarung darüber, doch ich wusste, dass es der Heilige Geist war. Er hat zu mir gesprochen und er fragte mich, weißt du, was Segen bedeutet? Und dann hat er mir etwas offenbart. Er hat mich diesen Satz gefragt und dann wurde mir klar, dass Gott in der jetzigen Zeit, genau in diesem Moment, auf dich schaut, die Hand ausstreckt und folgende Worte sagt, ich segne dich. Und dieses Wort gelangt in deinen Geist. Und wisst ihr, was dann geschieht? Für mich bedeutete der Segen, dass meine Träume in Erfüllung gehen. Denn in meinem Leben habe ich gesehen, dass meine Wünsche in dem Leben anderer in Erfüllung gehen. Doch was die Menschen nicht wollen, geschieht in meinem Leben. Morgens bin ich aufgewacht und habe eine halbe Stunde das Blut Jesu auf mich gerufen, damit dieser Tag gut verläuft. Doch es hat nichts gebracht. Ja, manchmal bringt es nichts. Doch als ich damit anfing, von dem Wort zu träumen, hört mir zu, ich fiel auf die Knie. Ich habe gerufen, ich habe Gott angefleht. Vater, Vater, sage nur ein Wort, nur ein Wort. Ich habe Gott so sehr angefleht, ich kann jetzt gar nicht rüberbringen, wie stark das war. Und ich habe gespürt, wie er seine Hand ausgestreckt hat. Und er sagte, ich segne dich. Ihr müsst verstehen, um was es hier geht. Ihr könnt Gott um Gesundheit, ein Auto oder eine Wohnung bitten. Ihr versteht es nicht. Als er gesagt hat, ich segne dich, konnte ich das Wort Segen ein halbes Jahr lang nicht aussprechen. Ich habe sofort gesagt, Herr, wenn das alles wahr ist und ich weiß, dass es das ist, dann möchte ich, dass du ein Wunder vollbringst. Früher konnte ich es nicht erzählen. Denn die Menschen hätten gedacht, dass es etwas Materielles wäre. Doch so war es nicht, es war geistlich. Ich sagte zu Gott, ich möchte es genau so, bis ins kleinste Detail, genau jetzt. Ich sagte Gott, ich möchte. Ich habe zwar gar kein Geld dafür, aber ich möchte einen schwarzen Mercedes, Automatik, dunkle Fenster. Ich habe alles beschrieben. Und wisst ihr, was geschehen ist? Es verging ein Tag und mein Freund Alexander bekommt einen Anruf und ihm wurde gesagt, ein Chef von irgendeiner Firma fragt euch, aber warum uns? Auf jeden Fall, er verkauft einen Mercedes und er beschreibt das Auto bis ins kleinste Detail. Doch Geld hatten wir überhaupt keins und plötzlich bekomme ich einen Anruf aus Kiew. Also Kiew ist eine gesegnete Stadt. Und stellt euch mal vor, was mir gesagt wurde. Ich sollte eigentlich Unterstützung bekommen. Doch die wurde mir einige Jahre nicht ausgezahlt. Und ich wusste das noch nicht einmal. Und diese Person kam ins Büro und sagte, hier hat sich eine große Summe Geld angesammelt. Und wisst ihr, ich habe den Zehnten abgegeben und bin losgefahren, um das Auto zu kaufen. Und zurück bin ich schon mit dem Mercedes gefahren. Warum sage ich euch das? Der Segen beeinflusst alles. Segen. Ich meine damit, dass ihr ein Wort von Gott braucht. Träumt davon, eine Verheißung von Gott zu bekommen. Wisst ihr eigentlich, wie viele Verheißungen es in der Bibel gibt? Wenn wenigstens nur ein paar davon in unserem Leben in Erfüllung gehen würden, dann hätten wir schon einen Durchbruch. Und jetzt hör mir zu, es gibt Lebensbereiche, von denen du träumst.
Und diese ziehen alles andere mit sich. Ich hatte einen Traum und ich sage euch, ich konnte nicht anders leben. Das war die Errettung der Menschen. Das war die Bekehrung. Und ich habe auf einer Kassette Jimmy Swaggart gesehen. Ich habe gesehen, wie Menschen auf die Bühne rennen, um sich zu bekehren. Ich habe es mir mehrere Male angeschaut und ich war einfach erstaunt. Ich war innerlich zerrissen. Was soll ich sagen, als ich gepredigt habe? Waren die Straßen leer? Ich war innerlich gebunden. Wortwörtlich. Apostel Paulus sagt, das ist Verrücktsein für Christus. Denn ich wollte die Errettung der Menschen sehen. Gott hat mich berührt. Er hat mein ganzes Leben verändert. Jemand versteht nicht, welches Leben ich gelebt habe. Ich war ein verfluchter Mensch. Doch hört mal, in meiner Krise kam ich zu dem Punkt, an dem ich keine Kraft mehr hatte. Ich habe Gott gefragt, wozu hast du mir das Leben gegeben? Wozu hast du mich denn überhaupt geheilt? Wenn sich niemand bekehrt, dann kann ich gar nicht mehr weiterleben. Wisst ihr, im Saal standen rote Stühle. Und es war überall rot, weil keine Menschen gekommen sind. Ich habe sie angeschaut und ich habe diese Stühle gehasst. Ich habe gesagt, ich werde jetzt beten. Und wie? In der vierten Dimension. Das war der erste Durchbruch. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich nicht zurückgehen werde. Das ist ein Ticket in nur eine Richtung. Und ich werde nicht zurückgehen, bevor das Unmögliche geschehen ist. Der Teufel kam zu mir und er hat seine Pfeile auf mich geschossen. Er drang in meinen Verstand ein und sagte, wer bist du überhaupt? Hast du jemals gesehen, dass Menschen auf die Bühne rennen, um sich zu bekehren? Ob es 500.000 oder 2.000 Menschen waren, hast du sowas schon mal gesehen? Und ich sagte, nein, aber jetzt sehe ich es. Hört ihr mich? Ich bin standhaft geblieben. Mein Verstand hat nicht mehr funktioniert. Doch ich hatte ein Bild vor Augen und habe auf Zungen gebetet. Und als ich fertig war, bin ich zum Gottesdienst gegangen. Und dann geschah etwas. Und wisst ihr was? Dort saßen Menschen, und ich kannte sie alle. Sie waren gläubig. Und Gott sprach zu mir, du musst jetzt den Ungläubigen predigen. Du musst jetzt zu den Ungläubigen gehen und ihnen die echte Wahrheit predigen. Ich erinnere mich noch an die Predigt. Erinnert sich jemand daran oder nicht? Es gibt hier einige, die sich noch daran erinnern. Das Thema hieß die geistliche Welt. Ich dachte, gut, ich fange jetzt an, den Ungläubigen zu predigen. Sie werden denken, dass ich verrückt geworden bin. Beim nächsten Gottesdienst sind 20 Personen nach vorne gekommen. 40, 50. Es vergingen 4 Wochen und die Gemeinde bestand nicht mehr aus 130 Personen, sondern aus 280. Ich erzähle euch das, damit ihr versteht, wie ernst das Gebet ist. Es kann nicht sein, dass du keine Antwort bekommst. Wenn du in der vierten Dimension betest, ist es unmöglich, dass du keine Antwort bekommst. Hört mich jemand im Saal? Ihr müsst euch der Bedeutung dieses Gebets bewusst werden. Oh mein Gott! Wisst ihr, ich habe die Entscheidung getroffen, dass der Eispalast überfüllt von Menschen ist. Und zwar werden dort so viele Menschen sein, wie es noch nie in der Zeit des Eispalastes geschehen ist und auch nie wieder geschehen wird, außer wenn wir dort sind. Doch sagt mir, wie kann das sein? Es kamen Feuerwehrmänner und so weiter. Brüder und Schwestern, ich befand mich einige Monate in diesem Gebet. Das Team war hier und hat alles gesehen. Einer aus dem Team kam zu mir und sagte, wir haben ernste Probleme. Es ist schrecklich. Und schaut mal, hier gibt es noch Platz. Doch dort gab es keinen Platz. Alle saßen eng aneinander. Die Menschen standen da wie Sardellen. Habt ihr mal die Sardellen in Tomatensoße geöffnet?
Genau so standen die Menschen aneinander. Und das Wort Gottes hat gewirkt. Und das, was ich mir vorgestellt habe, ist in Erfüllung gegangen. Haben wir ein Band oder so etwas Ähnliches? Aha, wundervoll, es gibt hier einen Schal. Entschuldigt mich, ich werde ihn auf den Boden legen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Der Schal wird gesalbt sein. Schaut mal. Stellt das mal bitte zur Seite. Ich möchte euch auf diesen Moment vorbereiten. Schaut mal, wir leben hier. Das ist unsere Realität. Und wenn alles gut läuft, glauben wir an Gott und glauben, dass er bei uns ist. Amen. Und dann tauchen Probleme auf. Und dann schalten wir irgendwie um und sehen ein anderes Bild. Ein Bild, dass Gott weit weg ist und dass wir viele Dinge klären müssen. Ist das so? Hier ist das Territorium. Das ist normal. Schaut mal. Da ist die neue Realität, welche du siehst. Du musst eine ernste Entscheidung treffen. Ich erinnere mich, als ich noch auf der Krim war. Und dort war es so, dass eine Wohnung verkauft wurde. Sie hatten Wahlen und es wurde jemand anderes gewählt. Und dann gab es da eine Person. Diese Person hat über ein bestimmtes Gebiet regiert. Doch hört mal. Ihr werdet sagen, das ist jetzt schon die zweite Wohnung? Ja. Oder denkst du, dass der Segen nur eine Wohnung beinhaltet? Du kannst so viel haben, wie du möchtest. Hört ihr mich? Das ist überhaupt kein Problem. Brauchst du Autos? Du bekommst so viele, du möchtest. Jemand verurteilt dich? Dann lass ihn doch verurteilen. Doch du darfst nicht urteilen, sondern sage, ich möchte darin getauft werden, worin er getauft wurde. Amen. Habe ich Gott um die Dinge gebeten? Nein. Heute bitte ich nicht mehr darum. Letztens bin ich mit dem Team nach Dnieper gefahren. Und was denkt ihr? Wir waren in einer so tollen Wohnung und an so einem wunderbaren Ort. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich würde mich hier so gerne ausruhen. Es ist so schön hier. Und wisst ihr was? Diese Wohnung wurde mir geschenkt. Eine nahestehende Person, wessen Herz für mich immer offen ist. Wie viele Autos er mir bereits geschenkt hat, wenn ihr nur wüsstet. Wo bist du? Wo? Wo bist du denn? Wo? Ah, hier, Halleluja. Sonst bist du immer so bunt angezogen, doch heute etwas dunkler. Und du trägst ein Kreuz. Halleluja, heute so bescheiden. Und es gab noch eine Wohnung. Und ich hatte Helfer aus dem Team, welche Probleme hatten. Victoria und ich fragten uns, was sollen wir tun? Und sie sagte, ich glaube, das waren Probleme von gestern. Diese Wohnung schenke ich dir. Gut, dass wir nicht live sind. Sonst würden die Leute sagen, mit unserem Zehnten. Ich mache überhaupt nichts mit eurem Zehnten. Ich sehe das Geld noch nicht einmal. Ich weiß auch nicht, wie viel Opfer eingesammelt wurde. Denn das ist nicht meine Aufgabe. Das ist euer Problem. Meine Aufgabe ist es zu beten und es euch beizubringen. Hört ihr? Oh mein Gott. Hier, und wenn du die Entscheidung triffst, ich habe damals die Entscheidung für die Wohnung auf der Krim getroffen. Und ich wusste, dass wenn ich in die vierte Dimension eintrete, dann kann ich nicht mehr zurück. Das ist wie ein Vertrag. Versteht ihr mich? Ihr habt noch nie davon gehört, noch auf keinem Summit, denn wir sprachen von dem Leben in der vierten Dimension, um euch darauf vorzubereiten. Denn heute beginnt die neue Zeit in deinem Leben.
Halleluja! Die Menschen bleiben nicht lange auf einem Fleck. Und warum? Weil wusstet ihr, dass die Ukraine eine Industriezone ist? Versteht ihr, was ich meine? Nicht die Zone, sondern ein durchdachtes Territorium. Verschiedene Industrien. Doch wenn du dich siehst, dann musst du es dir ganz genau vorstellen, ohne dich ablenken zu lassen. Herr, lass mich bitte lange leben. So haben verschiedene Pastoren gebetet. Habt ihr das gehört? Setzt euch, setzt euch. Und Gott fragt, lange? Was ist für dich lange? Du musst konkret sein. Wie viele Jahre? Dieser Pastor hat gesagt, ja, also meine Vorfahren, also über 90 Jahre. Wenn ich mich recht erinnere, hat er 93 Jahre gesagt. Gott sagte, ja, das ist doch toll. Jetzt weiß ich wenigstens, was du möchtest. Du musst ganz konkret sagen, was du möchtest. Ich stand damals da und habe gedacht, das ist eine Wohnung von dem Chef, der über ein bestimmtes Gebiet geherrscht hat. Und davor hatte ein Minister diese Wohnung. Doch mir war es egal, denn im Heiligen Geist bin ich größer als die alle zusammen, tausendmal größer. Der Heilige Geist lebt in mir. Erniedrigt euch niemals und stellt niemals eure Bedeutsamkeit in Frage, denn damit erniedrigt ihr, ich sage es jetzt direkt, Gott persönlich. Ihr müsst diese Würde haben. Und wenn ihr mit jemandem spricht, der sich für etwas Besseres hält, dann müsst ihr verstehen. Soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Reden kannst du so wie immer. Doch was in deinem Inneren ist, das spüren die Menschen. Amen? Wusstet ihr das oder nicht? Wenn ich mich mit jemandem treffe, einem Politiker oder dergleichen, spreche ich in voller Ruhe. Und dann kommt der Mensch auf den Boden zurück. Und dann versteht er. Er sagt, ich regiere über diese Region. Was ist schon Kiew? Ich regiere einen Kontinent. Und es gab mal so einen Moment. Ich habe gesagt, setzen Sie sich mal und hören Sie mir zu. Heute bist du oben, doch morgen bist du ein Niemand. Vielleicht wirst du sogar im Gefängnis sitzen. Und ich sagte, doch ich war, bin und werde immer sein. Und ich möchte euch sagen, diese Menschen wollten uns hintergehen, doch Gott hat sie erniedrigt. Ich habe es ihnen gesagt. Also diese Wohnung stand da. Soll ich diesen Schritt tun oder nicht? Das ist so ernst. Ich habe gesagt, o Herr, wenn du es möchtest. Ich möchte nicht. Okay, vielleicht nur ein bisschen. Denn das Team kommt und sie mieten sich ständig merkwürdige Wohnungen, welche einfach schlecht sind. Okay, dann ist das für das Team. Und zack, ich ging hinein. Heute musst du bewusst in die vierte Dimension eintreten. Zurück? Das hier verschwindet. Zurück gibt es keinen Weg mehr. Hört mich jemand oder nicht? Du trittst in die Realität ein, welche du dir vorstellst, bis sich diese Realität vollkommen verändert hat. Und plötzlich, so geschieht es immer, plötzlich ist die Antwort da. Also ist es so, dass für den Gläubigen alles möglich ist. Und die Worte kommen aus der Schrift. Gibt es denn irgendetwas, was zu schwer wäre? Für wen? Für wen? Für Gott. Stellt euch mal diese Frage. Ich gebe euch den Schal nicht.
Gibt es denn etwas, was für Gott zu schwer wäre? Gott hat mich geheilt. Mein Knie ist geheilt. Doch den Krebs, hier ist ein Mensch am Sterben. Er kann das nicht. Das ist so schwer für ihn. Für ihn ist das nicht schwer. Das, wovon du träumst, das ist real. Doch es ist wichtig, in den Traum einzutreten und bis zum Schluss zu gehen. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht, es ist unterschiedlich. Doch jetzt hört mal zu. Diese Dinge, die ich euch jetzt sage, ich möchte nicht zu viel sagen. Denn bei diesem Summit darf man nicht zu viel sagen. Der Heilige Geist soll zu euch sprechen. Sag, der Heilige Geist soll mit mir sprechen. Ich werde mich mit der vierten Dimension umhüllen. Der Schal der vierten Dimension. Julia, die Amerikaner würden schon längst mit dem Schal handeln. Hier wird ein Schal verkauft. Habt ihr den Film Shopaholic gesehen? Dort war so eine Frau. Wer hat den Film gesehen? Sie hatte so einen grünen Schal. Was ist los mit euch? Habt ihr den Film nicht gesehen? Wie werdet ihr dann zu normalen Menschen, wenn ihr noch nicht mal ins Geschäft gehen könnt? Doch darin müsst ihr Profis sein. Warum? Weil, wenn du von etwas sehr Wichtigem träumst, was alles andere mit sich zieht. Ich habe von der Errettung der Menschen geträumt. Ich habe nichts anderes in meinem Leben gebraucht. Ich habe einfach gesagt, ich brauche nichts anderes. Ich will nur das. Hört jetzt aufmerksam zu. Wenn du deine wichtigsten Nöte opferst, das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer. Und das nur wegen einem Gebet. Ich sage es euch jetzt ehrlich, das ist so ein großes Opfer. Es ist einfach, viel Geld zu opfern. Doch es ist immer erstaunlich, dass wenn du von etwas träumst, oh Gott, das ist so wichtig. Du verstehst es ja nicht richtig. Alles, worum du nicht gebeten hast, wird Gott dir geben. Hört ihr mich? All das, was du geopfert hast, wird Gott dir im Überfluss geben. Euer Amen ist nicht stark genug. Sagt jetzt, ganz bewusst, so wird es sein. So wird es sein und nicht anders. Ich werde keinen Schritt ohne Glauben gehen. Menschen werden euch verurteilen, weil ihr viele teure Dinge kauft. Seid ihr dafür bereit? Natürlich seid ihr das, denn ihr sagt, sollen die doch verurteilen. Hauptsache, es ist alles in Ordnung. Ich erinnere mich, als ich jedes Jahr das Bibelcollege durchgeführt habe. Allah wollte mit mir immer in teure Läden gehen. Ich habe immer gesagt, du brauchst mir nicht so teure Hemden zu kaufen, ich brauche sie nicht. Doch jetzt habe ich das Hemd doch gebraucht. Was sind das für Hemden? Wie soll ich sie tragen? Die kosten ein Vermögen. Ich brauche das nicht. Ich habe die Hemden ständig abgelehnt. Und dann kam ich in mein Büro und dort wurden aus zwei Läden ungefähr 30 Jacken und 40 Hemden geliefert. Such dir was aus. Was sollte ich denn tun? Ich konnte nicht einfach stolz sein und sie nicht anprobieren. Du musst demütig sein. Und wenn Gott dich segnet, dann erlaube ihm das. Sag, ich erlaube es dir, Herr. Segne mich so viel du willst. Soll es so sein wie bei meinem Pastor, dass ich ins Büro komme? Bei jemandem ist das Büro momentan die Toilette, aber das ist egal. Und dass dort alles ist, was ich haben möchte. Auch wenn ich davon gar nicht geträumt habe. Ach, diese Klamotten. Ich bin seit der Jugend ein Shopaholic. Ich liebe tolle Klamotten. Und du? Die auf dem Balkon mögen keine Klamotten. Ich weiß, wie sehr ihr Klamotten liebt.
Einmal ist die humanitäre Hilfe gekommen. Und eine Oma ist verstorben, aber ihre Unterhosen sind geblieben. Und sie waren kostenlos. Hilfe für Kanada und Amerika. Ja, sie sorgen sich um die Menschen. Die Hälfte der humanitären Hilfe und der Klamotten kommt von Leichen. Doch du bist auferlebt und läufst stolz mit diesen Klamotten rum. Second Hand. Halleluja, Herr, ich danke dir. Ich war genauso, als wir durch humanitäre Hilfe unterstützt wurden. Ich habe mir die tollsten Klamotten ausgesucht. Aber dort gab es natürlich keine. Wir werden gleich beten. Versteht ihr, was ich sage? Für mich ist es jetzt wichtig, dass ihr aufmerksam seid. Ich möchte, dass ihr es wertschätzt. Es ist sehr wichtig und sehr ernst. Wenn du daran scheiterst, wird das deinen Glauben zerstören. Hört ihr mich jetzt oder nicht? Hört ihr mich jetzt? Das ist ein Ticket in nur eine Richtung. Ich habe das durchgemacht. Hört mal. Ich habe in der Realität gelebt, welche ich gesehen habe. Gleichzeitig habe ich mir auch die andere Realität vorgestellt, aber es hat sich nichts verändert. Doch Gott bleibt immer treu. Weil du dir etwas vorstellst. Du sprichst mit dem Heiligen Geist im Namen Jesu Christi. Du sprichst auf der Sprache des Heiligen Geistes. O Herr, möge es heute geschehen. Wisst ihr, ich weiß in meinem Inneren, dass es hier eine große Anzahl von Menschen gibt, welche heute diesen Durchbruch erleben werden. Und ihr dürft nie wieder damit aufhören. Für das erste Mal brauchst du einen Durchbruch. Doch danach wird es einfach kommen und kommen und kommen. Also du brauchst dich nicht mehr abzumühen, sondern es wird so sein, dass dir etwas gefällt. Und das war's, es gehört schon dir. Die Menschen sagen, oh, dafür braucht man Geld. Was ist schon Geld? Geld ist Papier. Alexander, mein Freund, er hat sich dazu entschlossen, mir ein Auto zu kaufen. Das sollte ein Lexus sein. Das war ein großes Auto. Doch ich wollte das Auto nicht. Aber Alexander wollte mir das Auto unbedingt schenken. Er kam zu mir nach Hause mit den Fotos eines Lexus und sagte, bitte wünsche dir doch einen Lexus. Denn wir wissen, wenn du ihn dir wünschst, werde ich ihn dir sofort kaufen. Er hat mir so leid getan. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich ihn doch möchte. Ich habe ihn mir so angeschaut und habe gesagt, okay, gut, ich möchte das Auto. Und nach einer Stunde hat er mir das Auto schon gekauft. 3 Wochen später habe ich das Auto verkauft. Alexander, verzeih mir. Was soll ich machen? So ist das Leben. Widersetz dich nicht. Das zeigt mir meine Lebenserfahrung. Das Leben lehrt mich, mich nicht zu widersetzen. Glaubt ihr, dass Gott allmächtig ist? Werdet ihr euch bewusst, was ich jetzt sage? Für Gott gibt es nichts, was für ihn zu schwer wäre. Und er wird nur das tun, wofür dein Glaube ausreicht. Nimm jetzt diese Worte an, welche ich sage. Stelle dir die Frage klar und deutlich, sage ich die Wahrheit oder nicht? Kannst du wirklich glauben und bis zum Schluss gehen? Das ist eine ernste Frage. Gott persönlich sagt uns durch sein Wort, dass Abraham das Unsichtbare als sichtbar bezeichnet hat. Wow! Oh mein Gott! Sogar in seinen Gedanken
Wisst ihr, es steht geschrieben. Noch 2 Sekunden, dann fangen wir an zu beten. Ich kann es einfach nur sagen, doch man muss es lesen. Also hört zu. Das 4. Kapitel. Wovon? Römer. Sag das Buch Römer. Und sag jetzt nochmal, das geht nicht an die Römer, sondern an mich. Wo sind die Römer? Ich bin hier und das Wort ist an mich gerichtet. Glaubt ihr nicht? Oder glaubt ihr doch? Nimm das, was ich sage, jetzt an. Nimm es als Wahrheit an, welche Gott dir jetzt offenbart. Dir persönlich. Also Vers 19. Das ist einfach unglaublich. Ohne im Glauben schwach zu werden. Man darf nicht im Glauben schwach werden. Ohne im Glauben schwach zu werden. Sag, er wurde nicht schwach im Glauben. Das bedeutet, die Gabe von Gott und die Kraft von Gott kommt dann, wenn du nicht schwach wirst im Glauben. Als er seinen Körper betrachtete, möchte hier jemand gesund werden? Oh, Freunde, wenn ihr es wollt, dann sagt, ich will gesund werden. Und das, was ich will, das wird in meinem Leben geschehen. Mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Als er seinen Körper betrachtete, welcher schon fast verstorben war, weil er fast 100 Jahre alt war. Doch er hat nicht darüber nachgedacht. Denk nicht an deine Krankheit, denke nicht an dein Problem. Wenn du in die 4. Dimension hineingehst, dann siehst du dich so, und das ist für dich die Wahrheit. Amen. Doch wie soll ich daran denken? Man muss nicht daran denken. Oh, mein Business läuft nicht so gut, ich bin verschuldet. Hör mal, hör sofort damit auf, denk nicht daran. Und auch Sarah war nach menschlichem Ermessen viel zu alt. Hier ist unsere Realität, von der ich gesprochen habe. Können wir denn etwas tun oder beten? Natürlich nicht. Doch können wir. Das, was hier offenbart wird, werden die Menschen, die an das Wort glauben, selbst sehen. Zweifle jetzt nicht an dem 20. Vers. Sag, ich zweifle nicht. Sag deinem Nachbarn, ich werde nicht zweifeln. Doch zweifeln woran? An der Verheißung Gottes. Schaut mal, hier steht geschrieben, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Der Unglaube kann dich nicht ergreifen und nicht erschüttern, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und noch bevor, schaut mal, Sarahs Mutterleib war nicht mehr funktionsfähig und er konnte auch nicht mehr. Und Viagra hilft da auch nicht. Vorbei. Doch trotzdem ließ er keinen falschen Gedanken zu. Er zweifelte nicht. Du sagst jetzt, Pastor, was sagst du da? Viele Menschen haben Probleme im Sexualleben. Doch in der Gemeinde kann es so etwas nicht geben, oder? Warum macht ihr so große Augen? Euer Blick verrät euch. Frauen geraten in dieses Problem. Sie ist keine Frau mehr, sondern eine Schwester in Christus. Wie? Sie ist doch deine Ehefrau. Ja, natürlich, aber keine Frau mehr. Sie ist eine gute Köchin. Sie räumt zu Hause auf, empfängt mich und fragt, na, bist du wieder da? Wo warst du? Oh, Frauen, vielleicht sitzt hier eine Schwester und sie hat den Traum, dass sie wieder zu einer Frau wird. Hört ihr mich? Ehemänner,
oder allgemein Männer, ein problematisches Volk. Männer, Brüder, entschuldigt mich, ich spreche nicht von euch. Es geht um eine andere Gemeinde. Bei euch ist alles in Ordnung. Ihr seid so ruhig. Jetzt habe ich etwas Schreckliches angesprochen. Oh Gott, jetzt wird jemand gehen. Vielleicht wird er sagen, das war wohl ein Missverständnis. Du wirst nicht gehen, weil du etwas missverstanden hast, sondern weil du etwas verstanden hast und jetzt keine Zeit mehr verlieren willst. Oh Herr. Denk doch mal nach. Bei Abraham bestand keine Möglichkeit mehr, Kinder zu bekommen. Habt ihr dieses Bild vor Augen oder nicht? Oh mein Gott. Und Sarah wacht auf und denkt sich, wow, was eine tolle Haut. Und sie sagt, Abraham, ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Mein Lieber, was sollen wir tun? Und er sagt, ich verstehe es auch nicht, doch ich weiß, was zu tun ist. Was haben sie gemacht? Denk mal nach, wenn Sarah gestorben ist, wie weit hat er sie geführt? Und danach hat er Keture geheiratet. Und bis zum Alter von 170 Jahren war Keture glücklich. Sie hat noch 5 oder 6 Kinder zur Welt gebracht. Wer weiß wie viele? 5, ja? 6. Zuerst gar kein Kind, weil sie alt war, und dann 6. Ja, das ist die Realität. Denkt nicht, dass ihr euch von Abraham unterscheidet. Er ist unser Vater. Hört mal, viele von euch, was denkt ihr? Viele von euch haben Stress. Ihr schweigt. Weißt du, wenn du von einem Menschen sprichst, und er schweigt. Na gut, also Stress. Stress ist schlecht. Doch was kann man gegen den Stress tun? Gibt es hier jemanden, der mutig ist und es uns sagen kann? Was sagt ihr? Könnt ihr es lauter sagen? Oh, Sex! Warum fragst du so etwas in der Gemeinde? Hier haben sich Menschen versammelt, die niemals so ehrlich und offen sein werden. Sie werden ihre Probleme verstecken. Sex bewältigt jeglichen Stress. Gott hat es so gemacht. Doch diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, ihr könnt wegen Sexstress bekommen. Ihr wollt Sex, liebe Brüder? Dann schaut doch mal, wie viele tolle Schwestern wir haben. Eine Schwester, nicht zwei. Lebe nicht nach dem Alten Testament. Lebe nur nach dem Neuen Testament. Und die Schwestern gucken sich um und denken sich, oho. Und er wusste ganz genau, sag, ich weiß ganz genau, dass Gott die Kraft dazu hat. Du kannst es wiederholen. Gott hat die Kraft dazu. Das Versprochene zu erfüllen. Doch wo ist das Versprechen? Im Neuen Testament gab uns Gott die Verheißung, dass wir gesegnet sind. Ein treuer Mensch ist reich an Segen. Reich? Ist damit auch das gemeint? Ja, ich sage es dir. Wer Probleme hat, soll es sich jetzt vorstellen. Und deshalb fand er Gottes Anerkennung. Die Gerechtigkeit ist, wenn du Gott glaubst.
Halleluja. Nicht nur um seinetwillen steht aber geschrieben. Das müsst ihr jetzt annehmen, dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, sondern auch für wen? Für uns. Oh mein Gott, um unseretwillen, sage jetzt für mich, für mich. Oh Herr, so, steht jetzt auf. Habe ich euch jetzt auf Sex eingestellt oder was? Ich habe euch auf die vierte Dimension eingestellt. Jemand sagt, Sex ist mir gerade nicht so wichtig, richtig? Du hast kein Geld für das Hostel. Hört mal. Versucht doch wenigstens mal, euren glücklichen Gesichtsausdruck zu sehen. Jetzt haben wir mit diesem Thema angefangen, oh mein Gott. Wisst ihr, was man braucht, damit im Sexualleben alles gut ist? Wollt ihr es wissen oder nicht? Ah, ich verstehe diese Seite. Euch erzähle ich es, denn die andere Seite... Oh, was ist mit den Leuten auf dem Balkon? Wollt ihr es wissen oder nicht? Oh, gut, ich habe es verstanden. Hört zu. Alle Probleme im Sexualleben zwischen Ehemann und Ehefrau existieren, weil zu wenig miteinander gesprochen wird. Es wird zu wenig über die Details und Kleinigkeiten gesprochen, was dem anderen gefällt oder nicht. Versteht ihr, um was es hier geht? Wenn ihr euch über das Thema unterhaltet, dann wird es immer besser und besser und besser. Denn es gibt Standards. Ist es so oder nicht? Und diese Standards machen alles kaputt. Denn jeder Mensch ist individuell. Stimmt doch. Nochmal, stimmt es oder nicht? Du bist individuell. Du bist nicht so wie dein Nachbar. Schau ihn dir an und sag, so bin ich nicht. Und er ist auch ganz anders. Und darum geht es. Wenn man nicht darüber spricht und wenn man sich nicht darin vertieft, vor allem am Anfang muss man ganz genau darüber sprechen. Denn wenn man das nicht tut, können bestimmte Probleme auftauchen und ein ganz kleiner Same wächst heran. Und wisst ihr, was danach stirbt? Wisst ihr es? Das Vertrauen. Im Sexualleben ist das Vertrauen das Allerwichtigste. So ist es. Wenn das Vertrauen im Sexualleben gebrochen wurde, dann lassen sich 95% der Paare scheiden. Oder du wirst mit einer Schwester in Jesus Christus leben. Außer dass ihr zusammen beten und das Abendmahl nehmen müsst, gibt es noch andere Dinge, die ihr tun sollt. Ihr sagt jetzt, du lehrst nicht nach der Bibel. Ich lehre nach der Bibel. Denn Apostel Paulus sagt, dass wir das ständig tun sollen. Außer, wenn wir uns einig sind und beten oder fasten. Also ich faste nicht. Ich faste nicht, denn mein ganzes Leben besteht aus Fasten. Victoria hat auch keine Zeit zu fasten. Aber ihr könnt ruhig fasten. Das Vertrauen. An jemanden ist dieses Wort gerichtet. Jemand hat das Leben, dieses Vertrauen verloren. Und zwischen euch liegt ein tiefer Abgrund. Vielleicht wirst du heute etwas im familiären Bereich sehen. Du siehst etwas, was für dich unmöglich ist. Dass ihr glücklich seid,
dass ihr euch an Gott erfreut und ihr so froh seid. Hört mal zu, liebe Brüder und Schwestern, hört mal. Vielleicht habt ihr mit Gott noch nie über dieses Problem gesprochen, weil ihr denkt, dass er auf solche Gebete nicht antwortet. Du hast eine geheime Beziehung mit Gott. Hört ihr mich? Ich sage das alles nicht einfach nur so. Du musst nicht in die vierte Dimension gehen, um dir vorzustellen, dass dein Hauskreis wächst. Du hast eine persönliche Beziehung mit Gott. Gebete, von denen nie jemand etwas erfahren wird. Und davon soll auch niemand erfahren. Gott verbietet das. Doch wenn du keine persönliche Beziehung zu ihm hast, wenn du keine Offenbarung über den Vater hast, zu dem du kommen kannst, um mit ihm über alles zu sprechen, und nur er und du wissen, dass du ein Gesalbter bist, dass du ein Mensch Gottes bist. Die anderen können dich anschauen und sagen, du bist ein Sünder. Ja. Doch in deinem Inneren, in deinem Herzen, weißt du, dass dein Vater dich liebt. Und er antwortet auf all deine Gebete. Deshalb, wenn wir jetzt anfangen zu beten, möchte ich es direkt von Anfang an sagen. Ihr müsst jetzt ganz genau verstehen, was ihr wirklich braucht. Wofür bin ich jetzt bereit, jeden Preis zu bezahlen? Wofür? Vielleicht gibt es Dinge, die nicht so wichtig sind, und du bist nicht bereit dafür, einen Preis zu bezahlen. Es gibt Ziele, für die man etwas mehr Zeit braucht. Geh in die vierte Dimension und schaue. Und schaue. Ich bin nach Kiew gekommen, als es hier noch nichts gab. Denn das war mein Geheimnis. Gott hat mir gesagt, dass ich in Kiew sein werde. Doch er hat mir verboten, davon zu erzählen. Ich bin nach Kiew gefahren und stand am Maidan. Ich habe mich umgeschaut und habe gesagt, Gott, das ist meine Stadt. Hier werden Tausende von Menschen geheilt. Deine Herrlichkeit wird sich hier zeigen. Ich bin oft hierher gefahren, ich war auch sehr oft am Sportpalast. Ihr werdet es mir nicht glauben, doch ich fahre heute noch zum Sportpalast. Wir fahren manchmal mit Victoria und den geistlichen Dienern zum Sportpalast und strecken unsere Hände aus und sagen, mögen dort große Dinge geschehen. Und sagt mir bitte, geschehen dort große Dinge? Amen. Lasst uns Gott die Ehre geben. Wenn du fest im Glauben stehst und nicht zweifelst, doch Gott die Ehre gibst. Was haben wir gestern gemacht? Wir haben Gott alle Ehre gegeben. Hat es euch gefallen? Das war unglaublich, stimmt's? Das war toll. Wir haben die teuersten Dinge besorgt. Denn für Gott darf es nur das Allerbeste geben. Die Bildschirme müssen die besten sein. Die Anlage muss die beste sein. Wisst ihr, es gibt auch welche, die 10-mal günstiger sind. Das sind auch gute Firmen. Doch die sind 10-mal teurer. Jetzt fragst du dich, Pastor, warum sagst du das? An erster Stelle für Jesus Christus. Denn er ist es würdig, das Allerbeste zu bekommen. Ist es so oder nicht? Warum geben wir Gott heute alle Ehre? Weil er für uns nur das Allerbeste macht. Er macht sogar mehr als das, worum du ihn bittest. Er macht mehr, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Liebe Freunde und Partner,
Unsere Herzen sind voller Dankbarkeit und Liebe für jeden von euch. Danke für eure Gebete. Wir segnen euch und eure Familien. Möge der Frieden Gottes eure Herzen erfüllen. Dieser wunderbare Summit wurde zur Antwort für Millionen von Menschen. Der Dank euch ausgestrahlt werden konnte, liebe Partner. Das war nicht nur ein Summit, sondern die Ausgießung seiner Herrlichkeit in den Saal und auf jeden, der weltweit online teilgenommen hat. Unzählige Menschen haben die echte Berührung Gottes erlebt. Sie wurden geistlich wiedergeboren und unzählige Menschen wurden geheilt von Krankheiten und befreit von Todesurteilen. Unzählige Menschen standen aus ihren Rollstühlen auf. Jeden Tag erreichen uns Zeugnisse der Herrlichkeit Gottes. Wenn du noch kein Partner bist, rufe ich dich auf. Bete zum Herrn und triff die Entscheidung, ein Partner Gottes zu werden. Dank dir und deiner finanziellen Unterstützung kann die Vision, die Gott mir als Apostel gab, das Evangelium und die Kraft Gottes in jedes Haus auf diesem Planeten zu bringen, erfüllt werden. Ich segne jeden Menschen, der sich dazu entschieden hat, zu einem Partner Gottes zu werden. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir jeden von euch lieben. Wir beten für jeden von euch. Schreibe uns oder gehe über auf unsere Website, um zu einem Partner zu werden. Möge Gott euren Glauben stärken.